Hier gibt es endlich nun ein neues 7-Day-7-Looks-Video. Den Winter habe ich quasi übersprungen und in diesem Video gibt es daher überwiegend Übergangsoutfits und so die ersten Frühlingslooks. Den Montag starte ich mit einem Rollkragenpullover von Arket, einer Hose von Richard Beil und Schuhe von Celine. Dazu kommt noch ein dünner Gürtel von Arket. Die Hose wurde mir vor Ewigkeiten mal auf meine Maße angefertigt. Sie sitzt vorne extra tief, hinten aber etwas höher und von der Länge her so, dass ich hohe Schuhe dazu tragen kann. Ich bringe aber noch ein weiteres Element rein, und zwar ziehe ich dieses Long-Sleeve-Shirt von The Slow Label drüber. Das macht das Ganze nochmal lässiger und es ist in meinen Augen ein cooler Bruch zu der Anzugshose. Als Tasche nehme ich die Lackledertasche von Prada, die passt meiner Meinung nach am besten zum Outfit. So, das ist bis jetzt schon mal ganz schick, aber auch gleichzeitig entspannt. Und dann trage ich meine Haare zur Abwechslung mal in einem Zopf und benutze dafür eine schwarze Spange. Und dann hätten wir den ersten Trenchcoat in diesem Jahr. Dieser hier ist etwas älter von And Other Stories. Ich schließe den vorne so, dass die schlichte Seite vorne ist und binde ihn dann zu. Ich finde, ich habe den Knoten jetzt nicht gerade schön gemacht, aber egal. Das wäre jedenfalls der erste Look in diesem Video. Auch im Dienstagsoutfit haben wir einen Rollkragenpullover. Dieser hier ist aus Kaschmir von Uniqlo. Dazu ziehe ich eine Leggings von Arket an, die unten so Reißverschlüsse hat. Dazu trage ich Tabby Pumps von Maison Margiela. Ich wollte auf jeden Fall schwarze Pumps zu diesem Look kombinieren. Die Tabby Pumps sind momentan tatsächlich die einzigen, die ich habe. So, und als Tasche habe ich hier einen Rucksack aus dunkelbraunem Leder von The Row, den ich bestellt habe. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich den behalte, aber das Video war eine gute Gelegenheit, um auszuprobieren, wie er sich stylen lässt. Er sieht für einen Rucksack sehr edel aus und ist dabei aber sehr simpel. Man kann ihn über Kreuz tragen oder eben wie ein Rucksack. Als Mantel kombiniere ich hier einen dünnen grauen Wollmantel von Arket. Das helle Grau finde ich ganz cool zusammen zu dem komplett schwarzen Base Layer. Ja, ich mag diese Schlichtheit in diesem Outfit. Es ist schick, aber gleichzeitig auch wieder sehr, sehr entspannt und unaufgeregt. Alternativ finde ich Sandalen auch sehr cool dazu, wenn es das Wetter erlaubt. Diese hier sind etwas älter von The Row oder es gehen auch Ballerinas wie diese hier von Celine. Der Mittwochslook startet mit einem weißen T-Shirt von Anine Bing, mein Lieblings-T-Shirt. Dann eine weite Jeans von Closed. Stiefeletten von Celine und wieder der dünne Ledergürtel. Außerdem kombiniere ich noch einen cremefarbenen Strickpullunder von Arket dazu. So ist es etwas interessanter, als wenn ich nur das T-Shirt tragen würde. Dann habe ich hier eine braune Handytasche von Arket, die man sich so umhängen kann. Dazu kommt aber noch dieser große schwarze Wildledershopper von Little Livner. Ich finde die Idee von Double Bags ganz cool und hier macht es eventuell sogar auch ein wenig Sinn, da man so das Handy nicht aus der riesigen Tasche fischen muss. Als Mantel habe ich hier einen schwarzen Wollmix-Mantel von And Other Stories mit diesem schönen weiten Kragen und somit wäre dieses Outfit komplett. Am Donnerstag trage ich einen dünnen Longsleeve von Arket und dazu wieder die Hose von Richard Beil mit Gürtel. Dazu dann Sockboots von Arket, die von der Spitze her übrigens so aussehen wie welche von Phoebe Philo. Diese hier sind aber auf jeden Fall sehr, sehr bequem. Als Tasche habe ich hier eine Vintage Loewe Tasche, die ich in Japan gekauft habe. Ein super cooler Fund.
Ich wollte hierzu auf jeden Fall eine Tasche kombinieren, die keine Hardware hat, damit das Ganze irgendwie so ein bisschen soft bleibt. Ich kombiniere außerdem einen Wildlederblazer von Source Unknown dazu. Mir gefällt der Kontrast zwischen dieser weiten, sehr boxigen Jacke und dem eng anliegenden, dünnen Longsleeve. Ist irgendwie ganz cool so. Und ja, das wäre das Outfit für den Donnerstag. Man merkt, es wird so langsam frühlingshafter und weniger winterlich mit den Looks. Der Freitag. Ich beginne mit einem langen Rock von Ray. Und dazu kombiniere ich ein buttergelbes Shirt von Arket. Und dazu dann noch spitze schwarze Stiefeletten von Kate. Damit bringen wir ein bisschen Farbe in die Looks von diesem Video. Das war es aber noch nicht ganz. Ich habe hier außerdem noch dieses graue Hemd von Arket, das ich so um die Hüfte binde, quasi als Accessoire. In meinen Augen macht es das Outfit weniger streng. Und dazu trage ich eine Tasche von Phoebe Philo, mit der wir das Schwarz der Boots nochmal aufgreifen. Ich finde, der Look ist mal was anderes, obwohl die einzelnen Teile eigentlich gar nicht besonders speziell sind, aber so in der Kombination, das hatte ich bis jetzt irgendwie noch nicht, auch so mit diesem Hemd um die Hüfte bei einem langen Rock. Ja, irgendwie finde ich es ganz cool. Ich habe hier noch eine alternative Kombination. Das wären einmal so schwarze Schnürstiefel von Adi, die ich von Deezy ausgeliehen habe. Die finde ich richtig, richtig cool. Und dazu die kleine 90s Bag von The Row. Hier kommt diesmal keine Jacke drüber, denn im Frühling werden wir ja hoffentlich keine brauchen. Wir halten es weiterhin farbig. Im Samstagslook kombiniere ich eine weinrote Hose von Arket zu einem dunkelbraunen Rollkragenpullover von COS. Dazu trage ich weiße Lederloafers von Arket. Ich liebe diese Farben zusammen. Ich liebe auch den Schnitt vom Pullover, weil der etwas kürzer ist und der Bund unten keine Schlitze hat, was sonst voll oft bei solchen Pullovern vorkommt. Und dadurch fällt er einfach irgendwie cooler. Auch hier kommt die Tasche von Phoebe Philo zum Einsatz. Als Alternative zu den weißen Schuhen habe ich die Loafers noch in diesem coolen braunen Wildleder. Dann ist das Ganze ein wenig monotoner. Ich mag die weißen Loafers dazu aber noch eine Spur mehr. So, und da wären wir beim letzten Outfit. Hier haben wir wieder das weiße Anine Bing T-Shirt und meine absolute Lieblingsjeans von Anine Bing. In der lebe ich quasi. Dazu kommt noch ein Gürtel, damit ich die Jeans hoch genug trage. Und ich kombiniere dazu einen grauen Cardigan von The Frankie Shop und braune Lederstiefel von AD. Alles soll super easy und lässig sitzen. Schließlich ist das ja mein Sonntagsoutfit, was immer sehr bequem ist und sonst sehr von Jogginghosen dominiert wird. Dazu kommt dann noch die große Tasche von Little Livner. Und der graue Mantel von Arket. Außerdem kommt noch ein schmaler Schal von Style Republic dazu. Und eine Cappy von Museum and Peace and Quiet. Genau exakt so sah in den letzten Wochen mein Go-To-Outfit aus, wenn ich einkaufen gehe, zum Sport gehe oder sonstige Erledigungen mache. Nur trage ich meistens dazu kein Make-up. Und das waren meine 7-Day-7-Looks, die ich aktuell trage oder zum Anfang des Frühlings tragen werde. Ich hoffe, sie konnten euch ein bisschen inspirieren und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!